Hallo, hallo. Mein Name ist Deborah Fleischmann und in dieser magischen Podcast-Folge vertrete ich das Basic-Mindset von Better Call Saul, Better Ask AI. Let's go. Du kennst eventuell den dubiosen Anwalt, der heute eben Saul Goodman genannt wird, früher der Jimmy McGill. Und er ist eben ein sehr dubioser, erfolgloser und schlecht verdienender Anwalt und behandelte eigentlich seine Fälle meistens unter sehr hohen ethischen Ansprüchen. Aber es kam dann eben auch zu diversen Verwicklungen. Er hat bei Breaking Bad mitgespielt, also er war dort der Anwalt. Breaking Bad ist ja eine meiner Lieblingsserien und als Anwalt hat er dann quasi auch noch seine eigene Serie bekommen, wo nur er als Charakter beleuchtet wurde, sehr sehenswert. Er hatte eben auch die Aufgabe, neben seiner Anwaltstätigkeit sich um seinen älteren Bruder Chuck zu kümmern, der eben einen psychischen Zusammenbruch erlitten hat, und weil ihm das Geld ausging, hat Jimmy dann, ja, bestimmte nicht so saubere Methoden angewendet, um sich und seinen Bruder finanziell zu stabilisieren. Und mit der Zeit interessieren ihn Regeln und Gesetze immer weniger, ja, also er ist auch korrupt, er lässt sich bestechen, er ist in illegale Machenschaften verwickelt und er weiß, wie er eben jede Situation zu seinem Vorteil nutzen kann und hat auch in gewissen Kreisen einen sehr berühmten Rang oder Ruf, ja, also er ist in der Öffentlichkeit aufgrund seiner sehr geschmacklosen und ich sag mal primitiven Auftretungsweise oder wie sagt man, aufgrund seiner Werbung auch, die er da hinaus gibt, ja, da ist er auch bekannt, aber wie gesagt, in diesen internen Kreisen, in der Dunkelwelt, in der Dunkelheit, in der Unterwelt, bekannt für seine Tricks und Machenschaften, die eben jenseits des Gesetzes vonstatten gehen. Was ist jetzt das Besondere? Also die Leute, die quasi Probleme haben, rufen ihn an, ja, Better Call Saul, und er, der sich eben um einen psychisch kranken Bruder kümmert, hat eben doppelte Belastungen, ja, also diese finanziellen Probleme, dieses Wissen, der Bruder ist psychisch krank. Da möchte ich auch mal einwenden, eine Thematik, die jetzt nichts mit dem hier zu tun hat, aber ich persönlich glaube, dass manche psychisch kranke Menschen, also es ist nur meine persönliche Sicht, auf einer Timeline unterwegs sind, wo sie Dinge wahrnehmen, die dem Rest der Gesellschaft verschlossen bleiben und die dann erst Jahrzehnte später zutage treten. Also zum Beispiel, wenn jetzt jemand sehr feinfühlig ist und Energien spürt, ja, Hass spürt und dann daraufhin Angst bekommt, dann wird diese Person schnell als, ja, paranoid abgestempelt, als jemand, der Angstattacken hat und der mit Medikamenten behandelt werden muss, der eventuell sogar in eine Klinik gehört. Aber dann stellt sich heraus, Jahrzehnte später eventuell, dass die Person recht hatte mit ihrem Gefühl, aber es eben mit dem Verstand nicht begründen konnte, ja, und dann schnell so gelabelt wurde, naja, du bist eben psychisch krank, du bist eben paranoid. Aber manche Dinge zeigen sich eben erst mit der Zeit. Ja, also du musst dir auch mal die Zeit vor der Pandemie vorstellen. Hätte dir jemand von Lockdowns erzählt und dass man dich in deinen Freiheitsrechten als Bürger beraubt, hättest du dem nicht geglaubt, weil du sagst, also sorry, aber ich habe ja ein Grundgesetz hier vorliegen und also ich darf machen, was ich will. Ja, und dass es so krasse Einschneidungen mal geben würde, das hat niemand für möglich gehalten. Ja, und Menschen, die sehr feinfühlig sind, eventuell sehr dünnhäutig und dann auch so bestimmte Schwingungen wahrnehmen in der Arbeit, im persönlichen Umfeld, in der Gesellschaft, die werden dann eben schnell mal abgestempelt und da heißt es, naja, du bist eben ein Angsthase, also ich sehe hier keine Gefahr, ja, hör mir auf mit deinen komischen Gedankengängen, geh mal in die Klinik, aber eventuell haben sie recht und es zeigt sich erst Jahrzehnte später. Ja, das nur so als, ja, kleiner Gedankengang am Rande, weil natürlich auch, wenn ich mich richtig erinnere, der Bruder von Saul Goodman auch irgendwie so Angst vor Strahlung oder so hat. Ich erinnere mich zumindest an ein Bild, wo er in Alufolie gepackt ist. Und letztlich stimmt es ja tatsächlich, dass es Strahlungen gibt und dass die Menschen und deren Gesundheit schaden können. Natürlich ist jetzt jemand, der mit Alufolie rumläuft,
Ja, der ist natürlich sehr extrem dann in seinen Maßnahmen, aber es gibt es ja wirklich, dass Menschen so feinfühlig sein können, dass sie sich komplett abschotten müssen, weil sie sonst körperlich zerbrechen. Also die wirklich dann einfach komplett kollabieren, weil ihr System so sensibel auf Außenreize reagiert, auf Licht, auf Geräusche oder eben auch auf Strahlungen. Das gibt es tatsächlich und darüber wird ja auch immer mehr in der Forschung auch ja nachrecherchiert und dann auch im medizinischen Bereich gewarnt, dass es eben Strahlungen gibt und dass das tatsächlich Einfluss nehmen kann auf die Gesundheit. Und ich denke, so feinfühlige Menschen spüren das dann einfach schneller. Ja, das, was dann später eben wissenschaftlich auch nochmal, ich sag mal, fundiert, bewiesen und erörtert und erläutert werden kann. Aber ihnen fehlt eben diese Wissenschaft und die werden dann schnell als Spinne abgestempelt. Drum mein Tipp, sei immer vorsichtig mit Labelings, weil du nie weißt, ob sich nicht etwas wirklich bewahrheitet. Und nur weil du etwas nicht sehen kannst oder nicht glauben kannst, heißt es nicht, dass es nicht existiert. Also ich glaube tatsächlich, dass der Anwalt Saul Goodman da auch sehr feine Antennen hat und eben weiß, okay, mein Bruder ist zwar irgendwie krank, aber irgendwie hat er auch recht und keine Ahnung, wir müssen uns halt irgendwie durchs Leben schlagen. Better Call Saul, also dieses klassische, wenn du Probleme hast, dann musst du dich an Saul wenden, aber wir leben in der Zeit von KI, Better Use AI. Und was meine ich damit? Das möchte ich dir im Folgenden erklären. Es findet ein prinzipieller Energy Shift statt, kollektiv wie individuell, von Opfer zu ja, Creator. Also du bist durch künstliche Intelligenz nicht mehr länger auf externe Hilfen angewiesen. Also zum Beispiel dieses, wenn eine Frau ihre Fruchtbarkeit checken möchte, ja, sonst müsste man eben zum Frauenarzt sich beraten lassen, andere Hilfestellen und Hilfeangebote wahrnehmen, dass es mit der Schwangerschaft noch klappt. In den USA gibt es bereits ja, Geräte, also eins zum Beispiel heißt Keck. Ohne Witz, es heißt Keck, aber nicht mit K-E-C-K, sondern K-E-G-G. Ich habe mich kaputt gelacht. Und dieses Keck, das ist, ja, das ist letztlich ein so ein kleines Teil, was eine Frau sich unten einführen kann und das sammelt dann sämtliche Daten und zeigt dann auf, wann es am besten ist mit der Fruchtbarkeit und so weiter und so fort. Und dadurch macht sich eben eine Frau unabhängiger von den ganzen 1000 Arztbesuchen, sondern es wird dann einmal wohin geschickt, dann eventuell nochmal wo weiterhin geschickt, analysiert und dann kriegt sie sofort ein Feedback. Also Menschen werden durch den medizinischen Fortschritt und durch künstliche Intelligenz immer mehr selbst die Verantwortung für ihr Leben übernehmen müssen. Ja, auch dieses, dass dann in den modernen Toiletten der Urin gemessen wird und man checkt, aha, wie gesund ist ein Mensch, welche Vitamine fehlen dir, das zeigt dir dann dein Spiegel an und so weiter und so fort. All das kommt natürlich in Deutschland verzögert, aber in Amerika gibt es da schon unendlich viele Fortschritte und mit der Zeit schwappt das natürlich alles herüber. Und deswegen werden Menschen eben durch die KI zunehmend Verantwortung übernehmen können für ihr eigenes Leben, weil sie nicht länger Opfer sind von Wartelisten, von der Hoffnung, ob sie drankommen, wann sie drankommen im Arztzimmer, weil es ja überall auch Personalmangel gibt, ja, sondern durch den technischen Fortschritt werden die Menschen immer mehr Verantwortung für sich und ihr Leben übernehmen können. Geht aber natürlich auch mit der Gefahr einher, dass alles eben offensichtlich ist, also deine Krankenkasse weiß alles über dich und wenn du zum Beispiel irgendein Gerät nicht richtig nutzt, oder ja, nur so halbherzig nutzt, dann bleibst du womöglich auf den Kosten sitzen. Das habe ich in den USA auch schon gesehen. Also in einer Reportage, dass dein Mann erzählt hat, er hatte diese Schnarchprobleme und hatte dann ein Gerät, dass er besser atmen kann nachts. Und dann hatte er das nicht immer stundenlang durchgehend benutzt. Und dann hat die Krankenkasse angerufen und gesagt, pass auf, also wenn du das nicht so und so viele Stunden jede Nacht nutzt, dann kannst du das jemand jetzt selber zahlen, weil wir sehen, du benutzt es gar nicht richtig und Pech gehabt. Ja, also es wird auch alles abgespeichert, dein gesamtes Verhalten und letztlich erinnert das ja auch ein bisschen an dieses Social Credit System von China, wo du eben durch, in Anführungsstrichen, gutes, systemtreues Verhalten positive Punkte bekommst und wenn du irgendwas Schlechtes machst, wie was Ungesundes einkaufen, über Rot bei der Ampel gehen, ja, dann kriegst du Minuspunkte und mit der Zeit kannst du dir dann sozusagen Zugänge zur Welt freischalten oder auch verwehren, also dass du, wenn du zu sehr im Minus bist, nicht mehr zum Flughafen darfst und so weiter und so fort. Und all das ist natürlich möglich durch die künstliche Intelligenz. Das heißt, zum einen gibt es eine gewisse Befreiung. Ja, also du musst eben nicht mehr jetzt den dubiosen Anwalt anrufen, sondern du hast eine künstliche Intelligenz, die deinen Fall sofort scannt. Auf der anderen Seite wird eben auch alles gespeichert, weitergetragen und man sieht dann, aha, wieso brauchst du denn überhaupt einen Anwalt oder so. Ja, also es wird alles gespeichert, dein gesamtes Verhalten, aber es gibt auch jetzt schon längst Online-Profile von
allen Menschen. Also die Daten sind ja das größte Gold. Und überall wird gesammelt und gesammelt und Profile werden erstellt. Es gibt auch diese, ja, Fälle schon in den USA, ich weiß nicht, ob du die Serie kennst, Persons of Interest, wo es darum geht, dass Fälle im Voraus verhindert werden, indem man Profile von Menschen erstellt, von potenziellen Tätern, und das findet ja auch schon in den USA statt, also dass die dann schon im Voraus präventiv an möglichen Tatorten sind und Verhaftungen vornehmen. Und das führt natürlich zum einen zur, ja, Gewaltprävention und Verbrechenverhinderung, aber zum anderen können da auch Unschuldige verhaftet werden oder du kannst eben in ein schlechtes Licht gerückt werden, wenn deine Social Credits nicht so gut sind. Ja? Also ich empfehle dir prinzipiell auch immer die Serie, wie hieß sie? Black Mirror, wo es eben um futuristische Szenarien geht. Jede Episode spielt für sich einen eigenen Rahmen, also die bauen nicht aufeinander auf, sind immer verschiedene Themen, aber letztlich sind teilweise manche Dinge schon so eingetreten oder Realität in China. Und was bedeutet das nun konkret? Also zum einen natürlich, wie gesagt, der Mensch übernimmt immer mehr Verantwortung, ist immer weniger abhängig von diesem Hoffen und Warten und Bitten und Flehen. Ja, durch künstliche Intelligenz, du kannst dich auch coachen lassen, wenn du die KI fragst, ja, was Marketing angeht oder was du als nächstes tun sollst beruflich, was ist der nächste Schritt. Ja, also KI kann ja wirklich alles. Ich werde dir hierzu auch einen Zeitungsartikel verlinken, wo es eben darum geht, dass du die KI verschiedenste Fragen stellen kannst, eben was du als nächstes machen sollst, beruflich wie privat, wie du deine Firma aufbessern kannst und so weiter und so fort. Ja, welche Marketing-Schritte, was es alles zu beachten gibt. Und das bedeutet natürlich nicht, dass Menschen komplett ersetzt werden, ja, aber der Mensch wird zunehmend unabhängiger. Ja, also früher war es noch so, die Großmutter kannte ein Kuchenrezept. Die Tochter von ihr hat, wenn sie das gebacken hat und das nicht mehr genau wusste, die Großmutter angerufen. Aber deren Tochter wiederum googelt das dann einfach und sagt, keine Ahnung, also ich kann auch einfach googeln, ich muss nicht jetzt extra meine Mutter oder Großmutter anrufen. Und deren Tochter wiederum, die googelt nicht, sondern die fragt einfach die KI und die gibt ihr die genaue Anleitung. Und sie muss auch jetzt nicht ewig auf Google rumrecherchieren, sondern die KI trägt alles Notwendige zusammen. Ja, also so spitzt sich das immer mehr zu. Du kannst es dir vorstellen wie ein Sieb und durch die KI wird alles mehr und mehr ausgesiebt und ja, natürlich hat das Vorteile, die ich eben genannt habe. Ja, du kannst immer mehr selbst Einfluss nehmen, mehr Selbstwirksamkeit ausüben auf dein Leben. Du musst nicht ewig rumtelefonieren, ewig recherchieren. Auf der anderen Seite natürlich, deine Daten werden überall gespeichert, aber ja, letztlich ist das auch jetzt schon der Fall, von daher keine große Überraschung. Und die künstliche Intelligenz nimmt natürlich auch alles auf, was du irgendwie benutzt oder ja, wovon du Gebrauch machst. Und das kann zum Teil auch negativ verwendet werden. Also du kennst sicher das Internet der Dinge, ja, Smart Home, nicht nur Smartphone, sondern alles ist zunehmend vernetzt. Also du kannst mit deinem Handy oder mit einem Chip unter der Haut, kannst du dein Haus öffnen, die Heizung anmachen und so weiter und so fort. Und das kann natürlich auch missbraucht werden. Stellen wir uns vor, ich hatte das auch in einer Reportage gesehen, dass häusliche Gewalt durch das Internet der Dinge auch nochmal ganz andere brutale Dimensionen annimmt. Ja? Also stell dir eine Frau vor, die mit einem gewalttätigen, kontrollierenden Mann, der chronisch eifersüchtig ist, zusammenlebt und er ist jetzt auf Geschäftsreise und er will nicht, dass sie sich irgendwie vergnügt oder Spaß hat. Und ja, benutzt über das Handy, obwohl er vielleicht in einem ganz anderen Bundesstaat unterwegs ist, benutzt er die, ja, Smart Home, Smartphone Technologie, ja, das Internet der Dinge und kann zum Beispiel nachts um 3 schwere Heavy Metal Musik laufen lassen, stundenlang. Und sie kann es nicht ausmachen, weil er die Kontrolle hat. Sie kann nicht schlafen, also das sind ja auch Foltermethoden, wenn er das dann jede Nacht macht. Ja, er kann die Tür verriegeln, er kann ihr das Leben zur Hölle machen, obwohl er körperlich gar nicht präsent ist und sie somit fertig machen und ihr somit, ja, die Möglichkeit nehmen, dass sie Spaß hat, dass sie Freunde trifft oder was auch immer. Ja, also auch eine Möglichkeit der Kontrolle und Machtausübung natürlich über die Technologie und sehr traumatisierend für Betroffene. Also man muss das immer natürlich mit Vorsicht genießen. Auch hier geht es eben um Bewusstsein, weil alles, was du benutzt, auch eine negative Seite hat. Ja, wo Schatten ist, ist Licht und umgekehrt. Ein Messer kann zum Brotschmieren dienen, aber auch um jemandem das Leben zu nehmen. Und die Technologie kann uns das Leben vereinfachen und wird es auch. Ja, wir Menschen werden immer bequemer.
Wir erwarten, dass alles mit einem Knopfdruck vorhanden ist. Aber auf der anderen Seite wird uns diese Bequemlichkeit eben auch zur Last und von Nachteil, weil wir zu sehr darauf angewiesen sind, weil wir gar nicht mehr selber denken können und weil wir eben auch zum Teil in Anführungsstrichen versklavt werden und abhängig sind von der Technologie, auch von Strom natürlich und von der Tatsache, dass ja letztlich alles miteinander vernetzt ist. Und ja, wie gesagt, deine Krankenkasse weiß alles über dich, der Staat weiß sowieso alles über dich. Ja, und das sind einfach Dinge, die sind letztlich unvermeidbar. Ja, also ich sage das jetzt einfach im Sinne von, hey, das kommt. In den USA ist das schon längst der Fall. Oder in China, das kommt. Und letztlich muss man einfach das Bewusstsein dafür, wie gesagt, haben, dass alles seine Vor- und Nachteile hat. Und dass du gewisse Dinge nicht stoppen kannst, weil eben das der Fortschritt der Menschheit ist. Aber das Bewusstsein muss da sein eben für, hey, KI, Vor- und Nachteile selbstverständlich. Und dass du auch immer wieder dir proaktiv Zeiten ohne künstliche Intelligenz nimmst, dass du deinen Verstand schärfst, dass du auch Zeit in der Natur verbringst und nicht nur mit Technik, damit du dich eben nicht allein auf Technik und deinen Verstand vertraust, sondern deine Intuition schärfst. Weil das eben gefährlich sein kann, wenn du immer abgestumpfter wirst und immer unbewusster lebst, weil du eben nur auf die Technik vertraust und nur noch mit KI chattest, wenn du was brauchst und nur noch hier Smart Home und Smartphone und Internet der Dinge verwendest und gar nicht mehr ein Gefühl für dich und deinen Körper und deine Intuition, deine Wahrnehmung hast, die eben jenseits von logischem Denken, Verstand und ja eben dem Gebrauch von Technologie stattfindet. Hierzu empfehle ich dir auch einige Podcast-Folgen, was das Thema Intuition schärfen angeht. Diese verlinke ich dir in der Beschreibung, damit du eben dieses Gefühl für dich und was für dich wirklich relevant ist, ob du diese Dinge alle wirklich brauchst, ja, wann du das brauchst und so weiter und so fort, dass du das für dich entscheiden kannst, dass du immer selbstbestimmt lebst, eben im Rahmen der Möglichkeiten und dass du vor allem weiterhin bewusst lebst, bewusst bleibst, wach bleibst und nicht abstumpfst und einschläfst in einer Welt, in der irgendwie alles technisch so auf Vordermann gebracht wird, dass der Mensch immer weniger denken muss und wie gesagt eben abstumpft. In diesem Sinne also, better call Saul, better ask AI and go with the flow. Capitan Villa. Ciao.